Thank you, thank you, thank you. 192 SP, das klingt doch schon mal schön. Also ich glaube bei denen, genau, konnte ich einfach durchs Wasser laufen. Das war schon ein krasses Level gerade. Also da kann ich gerne drauf verzichten, dass wir nochmal so eins haben. Oh, habe ich ja keinen Mick drauf. Wie flackert das Bild immer so komisch, wenn ich unter Wasser bin? Oh nice, eine Truhe. Mit Essen. Immer dann, wenn ich es nicht brauche. Und runter. Und hoch. Ist da unten noch was? Ja, nice. Da unten ist, glaube ich, ein Geist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich glaube aber, ich lautsch erstmal kurz raus. Speichere den Fortschritt. Und dann gucken wir uns an, was da unten für ein Geist ist. Nur noch zwei Upgrades? Echt? Ja, prinzipiell fehlen nur noch zwei Sachen. Und hier unten auch nochmal zwei. Was haben wir denn? Für Chloe, für Mick, für Eliza, für Koro, für Lee Palong und für Tokagero. Welche Geister fehlen uns denn da noch? Bason? Den wir nie benutzen? Moment. Und die Totem-Attack geht theoretisch irgendwie auch nochmal besser. Okay. Gesundheit. Schauen wir mal, wollen wir noch tiefer kommen. Da ist ein Geist. Tau der Große. Was macht Tau der Große? Ist der groß zufällig? Da. Tau der Große steigt herab und verursacht enormen Schaden. Das ist schön für ihn. Also das Wasserlevel war auf jeden Fall jetzt sehr angenehm, das stimmt. Das war echt im Vergleich zu dem Level davor ein Traum. Bleib auf der Stelle stehen, Yuasakura. Hey, du bist doch von den X-Laws. Ich bin Marco, du sollst dir besser meinen Namen merken. Entschuldigung, also, was willst du von mir? Man steht entweder auf der Seite des Guten oder der Seite des Bösen. Du hast unsere geliebte Jungfrau beleidigt, als du dich geweigert hast, dich uns anzuschließen. Dadurch hast du dich mit Seki auf eine Seite gestellt. Ich muss dir den Zorn der Gerechtigkeit demonstrieren. Yay, Bosskampf! Oh. Kann ich nicht treffen. Nein, kann ich noch nicht treffen. Oh, Wolfman! Danke, dass du 5 Subs rausgehauen hast! Kann ich dich treffen? Nein, aber du tust mir weh. Oh ja, ich kann dich treffen. Aua! So. Alter, tut das weh. An Icefist, Jardas, Shinui, Sarah und Timo Tamun. Und Wolfman, danke selbst für 18 Monate Treue. Super geil von dir. Schwert kann ich nicht angreifen. Könnte mich heilen? Ich mach's auch erstmal noch. Also die Phase ist hier gerade eigentlich sehr, sehr angenehm. Einfach zu Tode facetanken. Wie gesagt, einfach zu Tode facetanken. That's how you play Metroidvania. Nice. Tze, die Gerechtigkeit wird siegen. Es reicht, Marco. Jan? Marco, ich habe Jodi Zukunft anvertraut. Er ist unsere Hoffnung. Aber Jan! In diesem Fall solltest du besser meinen Schutzgeist mitnehmen.
Michael. Nur die Auserwählten kommen hier weiter. Beeil dich, Jo. Möge das Licht der Tugend dich in Zeiten der Finsternis leiten. Also nein. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Please come again. So, was habe ich da gerade jetzt zusammenbekommen? Kann ich mit den ganzen Geistern, die ich jetzt mittlerweile habe, auch was basteln? Ich habe Remiel, Sariel, Metatoron, ne? Ich hätte zumindest so verschiedene. Da, Michael. Klappt das, wenn ich da jetzt noch die anderen nehme? So, Gabriel und Uriel und Sariel und Remiel? Ray of Light! Okay. Wollte ich nur mal ausprobieren. Wer ist dieser Ray? Tja. Oh nice, ich rutsche wieder. So. Und auch. Wait, what? Das nochmal. Und da hoch. Probieren wir das nochmal. Ich glaube, höher als das geht nicht. Dann hoch da. Moment, ich habe gemerkt, ich rutsche gar nicht, ne? Doch, ich rutsche. Schade. Dann kann ich auch bei dem bleiben. Wobei, Moment. Ich möchte den gegen Anti-Rutschen haben. Kann ich da runterspringen? Ja. Für ein bisschen Kleingeld. Wir haben zum Glück eine Menge guter Geister. Mittlerweile. Ich denke, das war als das erste Mal, als wir so auf solchen Gebieten kamen. Dann dürfen wir uns mit dem Rutschen noch ärgern. Kommt sicher gleich was. Sie ist eigentlich auch in der Luft. Ah. Okay. Das funktioniert auch in der Luft. So. Da komme ich auch noch weiter. Okay. Hat funktioniert. Aktuell keine Heilung brauche. Der steht da auch ready, ne? Catwash Wipe. Er sagt Jaguar Swipe. Also Jaguar und Swipe. Da bin ich reingeflogen, der Sack. Und Gororo. Gororo, Gororo, Gororo. Gororo. Da. Stärkere Version des Nipopo Punch. Okay. Danke, Spiel. Danke. Perfekter Fall. Als ob! Beleg dich hier immer mit mir! Gut, Level vorbei. Ich möchte ins Licht. Jetzt sind wir auf einer anderen Karte. Ich glaube, jetzt sind wir im schweren Teil des Spiels. Einfach durch. Moment. Also die Viecher haben mir vorher 64 Schaden gemacht. Und eine Schaden... Moment. Jetzt haben die mir 57 gemacht. Das heißt, wenn ich 10 mehr Abwehr habe, kriege ich 7 weniger Schaden? How does this work?
Die Popo Punch ist das hier. Close one. Soll ich jetzt runter? Soll ich hier oben weiter? Keine Ahnung. Ja, zumindest. Oh Gott. Falsche Richtung. Was? Okay. Okay. Das hat mich ein bisschen gesprengt. Meine Güte, das Spiel schmeißt doch mit allem nach mir. Was passiert hier? Zu viel. So, da unten wären noch ein paar Truhen. Ich glaube, da muss ich irgendwie von rechts dahin. Scheiß drauf. Gehen wir einfach weiter. Autsch. Wieso steht da jetzt ein halbnackter Typ rum? Fragen wir einfach nicht. Gehen weiter. Und hoffen, dass das Level einfach immer schnell vorbei ist. Wobei, ich wollte schon sagen, ich bin schon wieder so halb vom Sterben mit so wenig Energie. Nein, nicht fliegen. Komm runter. Also die hätten mich jetzt getötet, hätte ich meinen Schutz nicht gehabt. Oh, schon lange nicht mehr vergiftet. Ich sehe schon. Achso, der Fisch aus dem Wasser wieder. Wir müssen jedes Mal, wenn wir ein neues Level betreten, erstmal uns wieder komplett neu eindecken. Einfach nichts mehr an Heilung dann übrig haben. Yikes. Nee, nee, das sind schon Hot Dogs. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Na, 10.000. Ist schon nicht mehr so viel. So. Diese kleinen Fische da unten, ne? Oh Gott. Yes. Einfach rüber und weiter. Den brauchen wir nicht mehr. Die packen auch gerade echt noch mal einmal alles aus, was wir schon mal jemals gesehen haben, ne? Wieso packen die Heilung hier am Anfang des Levels, wo ich noch keinen Schaden genommen habe? So. Na? Jetzt kannst du mir gerne mal ein bisschen Heilung droppen. Genau so. So läuft das. So will ich sehen. Wow. So, mit dir. Okay. Flamme hatte keinen Bock mehr. Der Lego-Panzer. Ah. Aua. Wenigstens kann ich sehen, wann er schießt. Bitte was? Okay. Der stärkste Angriff des Spiels ist ein fucking Legostein. Der mir mit meiner aktuellen Ausrüstung 92 Schaden gemacht hat. Mit meiner vollen Ausrüstung, ne? 92 Schaden. Ist klar, Murat.
Also die Schadensberechnung in diesem Spiel ist schon richtig hart daneben. So, direkt auch weg, dann kann ich mich in Ruhe nämlich um den da kümmern. So, diesmal nicht. Nice. Jetzt mal wieder an Unbesiegbarkeit ein bisschen. Okay. Hast du überhaupt Schaden gemacht gerade? Komischer Jaguar-Guy. Nein. Könnte ein Pokémon-Hexer sein vom Schaden her. Ja. Traurigerweise. Dann ist es ein offiziell lizenziertes Spiel. Wolfman! Danke für 5 weitere Subs! Für Urinator, Zuppel, Los Umbertos, Sebe und andere Punk. So. Super geil von dir. Vielen Dank. Da wurde wieder richtig geballert. Ja. Ah, nice. So, Heilung? Jan Crazy und Jan Percent. Close one. Der Jan Präsent. No, geh weg, Genie. Oh, nice. Ich hab Jen bekommen. Das war nicht Genie, das war Jen. Was macht der so? Jen? Da, ganz unten. Besiege 50 Feinde und dir wird ein Wunsch erfüllt. Ja, okay. Ich hätte gern Verteidigung. Aber ich glaube, dafür muss ich wahrscheinlich mehr als 50 Feinde besiegen, damit ich diesen Wunsch erfüllt bekomme. Lass mich raten, wenn ich da runterfalle, kriege ich richtig viel Schaden. Und überall in der Luft sind so kleine Gegner, die mich in den Abgrund stürzen können. Haha! Ich habe das Geheimnis dieses Levels rausgefunden. Ich wollte schon nach rechts schießen. Weißt du, Gegner? Du stehst da ziemlich beschissen, nämlich da, wo ich landen möchte. So, vorsichtig nach oben arbeiten. Das ist so diese Art von Level, die ich so gar nicht mag, wenn man sich quasi nach oben arbeitet und man dann einmal runterfällt, wieder ganz von vorne anfangen muss. Sowas liebe ich ja im Videospielen. Sasa. Bleibt mir mit euren Steinen weg. Anscheinend können die da unten ein bisschen laufen. Kann ich hier runter? Das ist gerade echt zu gefährlich, da einfach runter zu springen. Moment. Gib mir mal... Wo ist der denn zum Gucken? Magnascope auf L. Okay, ich kann da runter. So, was ist das jetzt? Der rote Dobby-Ring. Totem-Attacke steigt auf. Ah, yo, mit der Kraft eines Totem-Attack-Upgrades solltest du es schaffen, die glühende rote Orakelbarriere zu zerstören. Das könnte mir nicht egaler sein. Wie viel Level hat das Spiel? Zu viele. Zu viele. Moment. Oha, ich muss mal nichts zu essen einkaufen. Aber dies. Achso, guck mal, ich brauch's sogar hier. Mega Totem Attack! Und von 38 Monate Treue. Super geil von dir.
Achso, Fisch. Das klang vielleicht ein kleines bisschen seltsam, aber es ist schon okay. Ihr kennt das ja nicht anders von mir. Achso, da ist eine Plattform. Au! Das Ding hat mir ziemlich wehgetan. Okay. Ich gehe einfach weiter. Sieht so perspektivisch seltsam aus. Achso, du bist doch gar nicht tot. Alter, die Heilung! No, schieß nicht auf mich. Ich weiß auch nicht, wie dieser Fisch ständig auf den Boden springen kann, aber er kann's. Das ist der Überfisch. So, auf ins nächste Gebiet. Okay. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie mit einem Teil durch. Wow. Plötzlich fiel ich. Und irgendwie sind wir jetzt doch wieder im anderen Gebiet zurück. Okay. Ich habe den schwarzen Raben bekommen. Der macht... Irgendwie so ein passiver Geist wieder, ne? Da. Druidman. Nee, da. Erhöht Furioke Regenerationsquote um 3 Stufen. Ja, das ist schön. So praktisch, sich unter Wasser frei bewegen zu können. So was wäre auch in Real Life sehr praktisch. Wenn man unter Wasser laufen könnte. Ja, wie über Wasser. Ich wollte ihn schon mitnehmen. Amidamaru! Aua. Das hat halbwegs irgendwie funktioniert. Nein. Bleib da drin. Oder kommt gar nicht erst raus. Oh. Nein, ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Hätte unten vielleicht sogar noch was sein können. Finde einfach ein Gravity Suit. Au. Ja, da unten war noch was, und zwar Stacheln. Und ein bisschen Geld. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Almost. So. Ja, ich möchte wieder ins Licht gehen. Und wir sind wieder zurück in diesem Gebiet. Nein, ich habe Sushi gekauft. RIP. So, sind wir hier. Das hat gut reingehauen. Also Jo Plateauschuhe tragen. Nee, er trägt diese... Oh, wie heißt die? Ich glaube Getters, diese japanischen Stiefel, Schuhchen, wie auch immer. Das, was Jiraiya auch trägt in Naruto. Nicht Jiraiya. Wobei? Doch, ich glaube Jiraiya trägt es auch. Aber hier. Was Urahara? Wie ist der so? Au. In Bleach trägt. Ich habe mir eigentlich immer ganz gut Heilung gegeben. Aus. Na, zumindest ein. Kann ich zu Release einen Stream zu Schwert und Schild sehen? Nein. Also zumindest nicht von mir und von Svenja auch nicht. Wir müssen beide erstmal privat spielen wollen. Hahaha, ha, ha. Nicht again. So. Gerade rausgewichen. Was bist du denn für einer? Bevor du mir eine reinhaust, töte ich dich einfach. Kasra Sunlands. Vielen, vielen Dank für
Ich wollte gerade schon fast Scheiße sagen, aber nein. Für 18 Monate Treue. Nee, wie gesagt. Ob es Christian macht, weiß ich nicht. Aber Svenja und ich werden es auf jeden Fall erst einmal privat spielen. Ob ich dann irgendwann mal was mache, weiß ich nicht. Mal gucken, wie gut das Spiel erstmal ist. Alter, machen die Schaden. Aber die gehen wenigstens noch ein bisschen Heilung zurück. Eieiei. Dann bin ich wenigstens auch ein bisschen geheilt. So. Und weg mit dem. Oh Gott, ist wieder so ein Sombrero-Guy. Am wenigsten bin ich jetzt auf seiner rechten Seite. Dass ich keine besser verprügeln mit Zapata! Ja, der ganze Hate aktuell, was ist das denn? Donnerschwert. Bason steigt auf. Aber der kriegt keine eigene Cutscene. Der ist einfach aufgestiegen. Ich glaube ich auch noch nie gesehen, was der eigentlich so macht. Ich kann ihn ja mir statt Amidamaru mal reintun. So, Bason. Zeig mal, was du kannst. Hier.